wieder weg vom, sozusagen von der Konkretheit des Unterrichts und widmen uns wieder mehr der grundsätzlichen Frage Humanismus und organisierter Humanismus und Bundeswehr, humanistische Soldatenberatung, pro und contra. Die Frage ist ja schon oft genug im Laufe des Tages heute und gestern immer wieder aufgetaucht. Zu meiner Rechten, ja, ich weiß, die meisten kennen natürlich Thomas Heinrich und Bruno Hochrosuch, aber einige auch nicht, deshalb stelle ich trotzdem nochmal vor. Rechts neben mir sitzt Dr. Thomas Heinrichs, ist Rechtsanwalt und Philosoph, außerdem ist er Mediator, Rechtsanwalt, Mediator und Philosoph, hat einige Publikationen zur politischen Philosophie und zur Sozialphilosophie und zum Recht der Weltanschauungsgemeinschaften gemacht, zum Beispiel Zeit der Uneigentlichkeit 1999 und Freiheit und Gerechtigkeit 2002. Und zu meiner Linken sitzt Dr. Bruno Hochrosuch, er ist Sekundarschulrektor an der Staatlichen Internationalen Schule Nelson Mandela in Berlin, hat maßgeblich mitgearbeitet am Auf- und Ausbau des Schulfachs Humanistische Lebenskunde hier in Berlin. Liegen diverse Veröffentlichungen vor zum Thema Werteerziehung und auch zum Fach Lebenskunde. Hervorhebend wäre vielleicht noch die Promotion von 2000, die auch den internationalen Fromm-Preis bekommen hat. Promotionsthema Erich Fromm und die humanistische Wertebildung. Ja, die Positionen sind klar. Hier ist das Kontra, hier ist das Pro. Jetzt haben wir vorher nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, wer anfangen möchte. Der Liste steht als erster Ministerwurf. Möchtest du auch gerne anfangen? Ist das in Ordnung? Ja. Gut, also dann, Thomas, hast du das Wort. Ja, dann fange ich an. Die Tagung geht ja im Wesentlichen eher darüber, wie man das machen sollte, wenn man das machen will, weil es ja einen entsprechenden Verbandsbeschluss gibt. Aber die Frage ist natürlich, das war immer noch umstritten. Sie war es ja schon damals sehr umstritten, als man diesen Beschluss gefasst hat, dass man das gerne machen möchte. Und daran hat sich ja auch nicht viel geändert. Die Frage, ob man Soldatenberater in der Armee stellen sollte und die Lebenspolitik machen sollte, ist meines Erachtens eine abgeleitete Frage. Die grundsätzliche Frage ist, wie halten wir es als Humanisten mit dem Krieg? Wie sieht eine humanistische Friedenspolitik aus? Das ist gestern eigentlich auch so ein bisschen schon angeklungen, als Bruno gesagt hat, er kann sich schon vorstellen, dass es mit einer humanistischen Weltanschauung vereinbar ist, dass die Bundeswehr in Auslandseinsätzen tätig ist. Wie kann man das in nicht vorstellen. Ich würde nicht vertreten, dass es generell und nie akzeptabel ist, militärische Mittel einzusetzen. In extremen Ausnahmefällen mag das so sein, aber die Weltanschauung ist nämlich zunächst mal eine antimilitaristische Weltanschauung, in der der Krieg kein Mittel ist. Ausnahmefällen, über die wir gerne diskutieren könnten, mal abgesehen. Das fände ich überhaupt, wäre auch ein sehr interessantes Thema mal für eine Tagung, wie sie unter welchen Voraussetzungen könnten wir uns da vorstellen, dass es dann doch möglich wäre, Militär einzusetzen. Wobei klar ist, dass diese Frage natürlich viel früher anfängt als bei der Frage von Bundeswehreinsätzen. Also eine humanistische Friedenspolitik fängt natürlich viel früher an. Es fängt da an, wo man zum Beispiel jetzt bis 2010 die Ausgangsstoffe für die Giftgasproduktion nach Syrien geliefert hat. 2013 denkt man sich auf, dass dort Giftgas eingesetzt wird. Das geht natürlich nicht, das ist Heuchelei. So eine Friedenspolitik ist klar, muss viel früher beginnen, das haben Sie ja auch schon richtig gesagt, wenn der Apparat da ist, dann beginnt man ihn einzusetzen und spart sich. Darüber können wir mal reden. Es ist ja so, dass ich eigentlich denke, dass nach unserem humanistischen Selbstverständnis das auch klar ist, dass der Krieg kein Mittel der Politik ist. Ich habe dann die Nummer 9 über das überarbeitete Selbstverständnis unserer praktischen Orientierung nur 9 nochmal hineingeguckt und da steht da ausdrücklich drin, Krieg, Produktion von Massenvernichtungsmitteln und Handel mit Kriegsmaterial sind inhuman. So. Das ist eigentlich eine ziemlich klare Aussage und wenn man weiter liest, was da noch in konkreteren Sachen steht, denke ich, danach ist das relativer Konsens, dass Krieg nicht ein Mittel der Politik ist. Dann gibt es einen letzten Satz in dieser Nummer 9, über den ich mich etwas gewundert habe. Der Satz heißt, der Humanistische Verband Deutschland unterstützt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, okay, und fordert zugleich das Recht ein, konfessionsfreie Soldaten in Lebensfragen zu beraten.
da haben mich zwei Sachen gewundert. Erstens, dass wir das Recht anfordern, konfessionsfrei Soldaten zu beraten, denn auch das haben wir gestern schon angesprochen, konfessionsfrei ist ja nicht gleich humanistisch. Also ein Recht, alle konfessionsfreien Soldaten zu beraten, können wir gewiss nicht haben und auch nicht bekommen. Wir können nur das Recht bekommen, Soldaten, die sich einer humanistischen Weltanschauung zugehörig fühlen, zu beraten. Dieses Recht brauchen wir aber nicht einfordern. Das haben wir. Also das ist eine ganz klare Sache. Wir haben das Recht, Soldaten, die sich in der humanistischen Weltanschauung zugehören, zu beraten, außerhalb der Armee natürlich und auch innerhalb der Armee. Das ist in Artikel 143 Weimarer Reichsverfassung ganz klar festgelegt. Die Armee muss Zugang gewähren. Wenn es in der Bundeswehr einen humanistischen Soldaten gibt und er möchte mit einem humanistischen Berater sprechen, dann hat der humanistische Berater das Recht, in die Kaserne zu kommen und den Soldaten dort zu beraten. Das ist eine verfassungsrechtlich ganz klare Sache und ich glaube, das wird uns niemand bestreiten. Worum es also dem Verband eigentlich geht, ist nicht das Recht, Soldaten in Lebensfragen zu beraten. Das hat er. Worum es ihm geht, ist, sich dafür von der Bundeswehr bezahlen zu lassen. Das ist aber eine ganz andere Frage. Dann kommen wir auch in ein ganz anderes Feld. Wenn man sich von der Bundeswehr dafür bezahlen lässt, ist mal einfach zu sagen, dann lässt man sich von der Bundeswehr auch kaufen. Und was man dafür kauft, ist eine humanistische Weltanschauung. Denn die Bundeswehr bezahlt einem nicht dafür, dass man den Soldaten beibringt, der Krieg sei keine Militärpolitik, sondern sie bezahlt einen dafür, dass man den Soldaten fit macht für den Einsatz in der Armee. Darum geht es. Und für was anderes wird man nicht bezahlt. Es ist auch organisatorisch durchaus machbar, dass man von außen da reingeht. Wenn es einen größeren Bedarf an solchen Beratern gäbe, müsste die Bundeswehr einen Raum zur Verfügung stellen, dass Sprechzeiten dran stehen und sonst was. Das kann man alles organisieren. Es ist nicht so, dass es jetzt unüberwindliche Schwierigkeiten gäbe, wenn man sich nicht von der Bundeswehr anstellen lässt und nicht in sie hineingeht als Angestellter, sondern immer von außen kommt. Das ist lösbar. Die Bundeswehr ist verpflichtet, das entsprechend zu organisieren, dass eine funktionierende Möglichkeit da bereitsteht. Das ergibt sich aus der Verfassung. Gar kein Thema. Was sich nicht aus der Verfassung gibt, ist, dass er das bezahlen muss. Auch die Militärsäbel. Der Spielraum, den wir hätten, wenn wir uns von der Bundeswehr dafür bezahlen lassen, dass wir die Soldaten beraten, ist ganz klar eingeschränkt. Das ist für die Militärseelsorge auch schon mal diskutiert worden. Was wäre, wenn ein Militärpfarrer generell jedem Soldaten sagen würde, du sollst verweigern, das Militär ist schlecht, die Einsätze sind nicht in Ordnung, dann würde man ihn, verbeamtet oder nicht, des Dienstes entlassen. Das ist auch sowohl bei der Bundeswehr wie auch bei den Kirchen eine klare Sache. Das kann er doch nicht tun, das ist nicht seine Aufgabe. Und es ist auch klar, dass ein humanistischer Berater das nicht tun könnte, egal ob er nun verbeamtet ist, beangestellt oder von Honorarbasis arbeitet oder ob der Verband eine Pauschalsumme dafür kriegt. Auch der ist, wenn er sich bezahlen lässt in der Bundeswehr, natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja, die Bezahlung erfolgt für einen bestimmten Auftrag. Und wenn der Soldatenberater der humanistischen Afghanistan dabei wäre und der Soldat zu ihm kommt und sagt, der Sterben ist gemacht, das macht alles für mich keinen Sinn, kannst du mir erklären, was ich eigentlich tue? Und er sagt ihm, das tut mir leid, kann ich dir nicht erklären, du wirst dir verheizt für die geostrategischen Interessen der USA, dann wäre das keine Beratung, die er machen dürfte. Dann fliegt er raus. Diese Beratung kann er aber machen, wenn er nicht angestellt ist. Denn dann steht er in überhaupt keinem Abhängigkeitsverhältnis. Der lebensgrundliche Unterricht ist, auch das ist ja hier schon erwähnt worden, kein weltanschaulicher Unterricht, kein Religionsunterricht. Er ist nach der neuen Dienstvorschrift neutral. Die Dienstvorschrift und auch der lebensgrundliche Unterricht sind verändert worden, weil die Bundeswehr sich geändert hat. Es war früher eine Armee, die auf den Dritten Weltkrieg gewartet hat. Erfreulicherweise ist er nicht gekommen. Heutzutage ist es eine Armee, die Auslandseinsätze führt. Es stellen sich ganz andere Aufgaben, ganz andere Erfordernisse. Im Sinn und Zweck dieses Unterrichts ist es, den Soldaten für diese neuen Aufgaben fit zu machen. Das ist zum einen natürlich eine interkulturelle Kompetenz, ganz klar, er ist im Ausland da unterwegs und es kommt nicht so gut, wenn Soldaten in islamischen Ländern, wo sie als Besatzungsmacht, sage ich mal so, stehen, Koranverbrennungen vornehmen oder mit
Köpfen von Toten, die sie auf einem aufgelassenen Friedhof gefunden haben, Fußball spielen. Das ist ja alles schon vorgekommen, das erste waren US-Soldaten, aber egal. Also es muss natürlich eine entsprechende Kompetenz vermittelt werden, die Soldaten früher nicht brauchten. Die brauchen sie jetzt, und dies vermittelt dieser lebenswichtige Unterricht. Dann brauchen wir eine Sinnvermittlung, auch das ist ganz klar. Natürlich gehen die Soldaten nicht gerne in den Einsatz. Der Beruf des Soldaten ist es, getötet zu werden und zu töten. Das macht niemand gerne. Natürlich wollen die da nicht gerne hin. Aber dann muss man ihnen wenigstens einen Sinn dafür vermitteln, was sie da tun, und zu verteidigen die Werte der demokratischen Grundordnung dann am Hindukusch. Ja, das wird ihnen im lebensgrundlichen Unterricht vermittelt, die Überlegenheit des Systems. Wenn man sich die Hefte und den Katalog anguckt, ist das ein klarer Pfeiler dieses Unterrichts, die Überlegenheit des westlichen Wertesystems zu verteidigen. Und der dritte Punkt dieses Unterrichts ist es natürlich, den Soldaten persönlich fit zu machen für diese extreme Situation, in die er dort kommt. Es gibt zunehmend auch deutsche Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen nach dem Einsatz. Auch darauf muss der Soldat vorbereitet werden. Es ist ganz klar, viele Soldaten machen sich nicht klar, was für einen Beruf sie dort wählen. Gerade wenn sie aus einer Gegend hoher Arbeitslosigkeit kommen, schlechte Ausbildung, ist die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber. Das ist ein Job. Man hofft, dass man nicht in den Einsatz kommt und hat dort eine sichere Anstellung. Und dann kommt man dorthin und wird mit Dingen konfrontiert, die man sich vorher so nicht klar gemacht hat. Auch dafür ist der lebensgrundliche Unterricht jetzt da, den Soldaten darauf vorzubereiten. Er dient also eindeutig der Optimierung des Soldaten für den Einsatz in der Bundeswehr und für den Einsatz natürlich auch im Krieg. Und irgendeine weltanschauliche Privilegierung hat dieser Lehrer nicht. Also das wäre nicht so, dass er wie als Soldatenberater, als humanistischer Soldatenberater ausnahmsweise der Berufung auf sein Weltanschauungsprivileg und auf die Wissensfreiheit auch einem Soldaten mal sagen könnte, okay, für dich ist es das Beste, wenn du verweigerst, das wäre möglich als Ausnahme, aber als Lehre des lebensgründlichen Unterrichts würde unser Soldatenberater oder sonst wie vom humanistischen Verband gestellter Lehrer keine Privilegien haben, sondern müsste natürlich das unterrichten, was der Lehrer. Sicher gibt es einen Bedarf an neutralen Lehrern, einen Bedarf auch an neutralen Beratern. Den kann man durch Psychologen decken, die haben auch eine Schweigepflicht, die können sich auf die ärztliche Schweigepflicht berufen. Den kann man natürlich auch durch Lehrer decken, die nicht religiös sind, die nicht Pfarrer sind, aber da muss der Verband nicht reingehen. Das ist nicht Aufgabe des Verbandes, die Bundeswehr zu stärken, wie ich eine humanistische Weltanschauung verstehe. Was die rechtliche Seite angeht, um dazu auch noch einen Satz zu sagen, so ist das derzeitige System der Militärseelsorge verfassungswidrig. Das ist nicht nur meine Auffassung. Das steht inzwischen auch so im Raum Düring, in dem Grundrechtskommentar der Standardkommentar da ist. In der neueren Kommentierung wird das auch so gesehen, weil es verstößt gegen das Trennungsprinzip. Es ist ganz klar, in der Verfassung steht, Staat und Kirche sind getrennt, es gibt keine Staatskirche und jede Überschreitung dieses Prinzips bedarf einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Und das gilt egal, wie die Finanzierung ausgestattet ist. Also das Trennungsprinzip ist nicht nur dann durchbrochen, wenn wir Beamte in der Bundeswehr stellen würden, es ist auch durchbrochen, wenn es Angestellte sind oder Honorarverträge geleistet werden. Jede Finanzierung einer religiös-weltanschaulichen Tätigkeit durch den Staat ist eine Durchbrechung des Trennungsprinzips. Und wenn es dafür keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung gibt, wie es sie zum Beispiel im Bereich der Religionsunterricht gibt, da steht in der Verfassung ja ausdrücklich drin, dass das ein staatlicher Unterricht ist, der dann auch vom Staat finanziert wird. Wenn es eine solche Ausnahme nicht gibt, dann ist das nicht verfassungsrechtlich. Und der Artikel 141 Weimarer Reichsverfassung, ich kann ihn noch mal vorlesen, damit das klar ist, heißt, soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, Strafanstalten oder sonstigen Öffentlichkeiten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. Also es ist nur der Anspruch auf Zugang, nicht auf Finanzierung. Und eine Finanzierung ist nicht korrekt. Und in diesem Falle muss die Angleichung zwischen Weltanschauungsgemeinschaften und den Religionen nach unten erfolgen. Es kann nicht sein, dass wir uns an dieser verfassungswidrigen Konstruktion beteiligen, weil wir sagen, die Kirchen sind auch schon da, sondern wir müssen sagen, die Kirchen müssen diese verfassungswidrige Privilegien entzogen bekommen und müssen ihre Seelsorger selbst finanzieren. Sie
Sie können sie in die Armee schicken, das ist eine klare Sache, aber der Staat hat sie nicht dafür zu bezahlen. Und da muss die Anpassung nach unten erfolgen und dann befinden wir uns auf einem verfassungsgemäßen Boden. Dann gibt es auch keine Vorteile der Kirchen dadurch, dass sie da Staatsbeamte stellen gegenüber humanistischen Beratern, die wir von außen dort hineinschicken. Und der Lebenskundeunterricht kann natürlich auch aus verfassungsrechtlichen Erwägungen nicht von Pfarrern und auch nicht von humanistisch, also weltanschaulich gebundenen Lehrern unterrichtet werden. Also der Verband kann solche Leute nicht dahin schicken. Ich bin auch nicht dafür, dass der Verband solche Leute ausbildet, die dann privat da hineingehen oder so. Das wäre ja auch nichts wesentlich anderes. Ja, das ist meine Position dazu. Wie gesagt, ich finde es gut, wir würden mal eine Tagung zu der grundsätzlichen Frage machen, wie sieht eine humanistische Führungspolitik aus? Und ich hoffe sehr, dass es nicht klappt mit den Soldatenberatern in der Bundeswehr. Es gab ja da mal offizielle Gespräche vor ein paar Jahren mit dem Berufsverband der Soldaten und die haben gesagt, okay, wenn wir einen humanistischen Soldaten haben, jederzeit kann der kommen, es gibt keinen. Ich finde das sehr erfreulich, dass es keinen gibt, das wundert mich auch nicht besonders, dass es niemanden gibt, der da eine explizit humanistische Weltanschauung hat, wie sie in unserem Selbstverständnis drinsteht, die sagt, Militär ist kein Mittel der Politik und insofern, der Status quo muss man ändern, aber nicht so, dass wir einsteigen, sondern dass die Kirche doch einen Schritt zurückgeht und doch teilweise aussteigt. Und vielen Dank für die deutliche Ausformulierung Ihres Standpunktes. Und dann gebe ich das Wort an Roman. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne drei Thesen in den Mittelpunkt stellen. Die erste lautet, der Pazifismus, du bist sozusagen einer der Sprecher dieser Strömung, ist eine wichtige Strömung innerhalb des Humanistischen Verbandes, in seiner Geschichte und aktuell, und gehört zum AVD-Spektrum. Aber es ist nicht die einzige Position, die einzige Strömung. Der Humanistische Verband ist gesellschaftspolitisch sehr viel breiter aufgestellt. Ich kann sogar aus einer humanistischen Position heraus zur genau gegenteiligen Auffassung kommen, dass ich nämlich sage, im Sinne der Menschenrechte und der Erhaltung der Menschenrechte und des Weltfriedens kann ich durchaus auch die Bundeswehr in ihrer Existenz bejahen und in ihrer Funktion, zum Beispiel im Rahmen von UNO-Einsätzen, Blauhelm-Einsätzen, durchaus als wichtiges Instrument der Friedenserhaltung und der Menschenrechtssicherung begrüßen. So groß ist das Spektrum des HVD und wir sollten diese Spannung auch aushalten. Wir sollten im Gespräch, in der Diskussion bleiben, aber nicht den Anspruch erheben, dass die eine oder andere Position die Verbandsposition wird. Zur Verbandsposition selbst komme ich gleich. Die zweite These lautet, natürlich ist der Frieden und die Friedenserhaltung einer der zentralen Werte des HVD und die Ablehnung von Krieg ist gerade bei uns mit unserer leidvollen deutschen Kriegseroberungsgeschichte selbstverständlich. Allerdings hat sich die Welt deutlich verändert. Und auch unser Land hat sich verändert, unser Staat hat sich verändert und damit die Armee. Wir sind heute eine der stabilsten Demokratien in Europa und werden weltweit zum Beispiel beneidet über unsere Rechtssicherheit. Und der Gedanke von zivilgesellschaftlichen Konfliktlösungen ist gerade in Deutschland in fast allen Parteien immer stärker geworden in den letzten Jahren, auch in den Konservativen, bei den konservativen Kräften und hat sich selbst in der Außen- und vor allem auch in der Sicherheitspolitik immer stärker breit gemacht. Zivilgesellschaftliche Konfliktlösung. Dritte These. Vor diesem Hintergrund des Pluralismus im HVD und einer veränderten gesellschaftspolitischen Entwicklung hat sich auch der HVD selbst vom alten Freidenkerverband zu einem pluralistischen humanistischen Verband verändert und haben 1993 alte ideologische Zöpfe, als wir gegründet wurden, abgeschnitten und orientieren uns viel stärker an dem pragmatischen, kritischen, pluralistischen Anspruch, wie es die humanistischen Verbände der Benelux-Staaten oder der skandinavischen Staaten praktizieren. Das heißt, wir haben den Anspruch, einerseits der Trennung von Kirche und Staat und gleichzeitig aber auch den Anspruch zu einem pluralistischen Zugang von
anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in alle öffentlichen Einrichtungen, um dort freiwillige Beratungsangebote gleichberechtigt machen zu können. Und wenn die einen dafür Geld kriegen und bezahlt werden, sollen es alle anderen auch bekommen. Vor diesem Hintergrund haben wir dann vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren sowohl in Berlin-Brandenburg als auch auf der Bundesebene diese Beschlüsse gefasst, dass dieser Anspruch auch für eine humanistische Beratung in der Bundeswehr gelten soll. Wir haben heute Morgen gehört, ein paar Zahlen, dass etwa 30-45% je nach Status, also Zeitsoldat oder Berufssoldat, der Soldaten in der Bundeswehr konfessionsfrei sind. Ein großer Teil davon wird auch religionsfrei wahrscheinlich sein. Und etwa ein Viertel, sagten Sie, der Soldaten wünschten sich eine nichtkirchliche Beratung. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass es diese Umfrage gibt? Ja, ein Viertel der Konfessionsfreien. So war es, glaube ich. Nee? Gut, lassen wir die Zahlen mal beiseite. Ich gehe davon aus, dass es mit Sicherheit in der Bundeswehr einen relativ großen Teil von Soldaten gibt, die, wenn es das Angebot gäbe, auch in Anspruch nehmen würden. Sie kennen es nur nicht. Man kennt auch in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen noch keinen Lebenskundeunterricht. Wenn es ihn geben würde, würde er in Anspruch genommen. Die gleiche Erfahrung haben wir ja auch in Berlin gemacht. In den bürgerlichen Bezirken des ehemaligen West-Berlins. Ich weiß noch, selbst vor 25 Jahren nochmal für Lebenskunde Werbung gemacht. Die konservativen Direktoren, die haben uns belächelt. Vor die Tür, wollten uns vor die Tür setzen. Und es gab keine Eltern, die uns wollten, weil sie es gar nicht kannten. Aber je mehr das Fach Lebenskunde in den Schulen und in den Bezirken bekannt wird, umso mehr wird es auch in Anspruch genommen. Das heißt, es ist eine Frage der Bekanntheit, der Information, und dann ist auch der Bedarf da. Vor diesem Hintergrund, als nächstes würde ich ganz gerne noch ein paar persönliche Bemerkungen machen aus meiner eigenen Erfahrung. Wir haben ja heute gehört, dass hier alleine in diesem Raum 4 ehemalige Soldaten sitzen, davon 2 sogar ehemalige Offiziere. Und gestern Abend haben wir die konkreten Beispiele der Kollegen aus Belgien gehört, wie die Beratung stattfindet und mit welchen Sorgen und Nöten die Soldaten dorthin kommen. Als ich Jugendlicher war, war ich natürlich überzeugter Pazifist, weil meine Familie, wie die meisten Familien in Deutschland, in Europa auch, durch die beiden Weltkriege dermaßen zerrüttet und durcheinander geworfen worden sind, sodass man nur zum Pazifisten werden konnte. Ich war damals Stadtschülersprecher in Gießen, und das ist eine Universitätsstadt, die hatte einen starken SDS damals, also eine starke linke Studentenbewegung, die auch auf die Schülerschaft ausstrahlte. Wir wurden sehr schnell mit 17, 18 politisiert und nahmen an den Anti-Vietnam-Kriegsdemonstrationen teil. Mit 17 habe ich den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt und nach 1,5 Jahren meiner Politisierung kam ich zu dieser Verhandlung. Das war damals ja alles noch ein bisschen komplizierter. Man musste also vor einem Gericht und musste vor der Richterschaft begründen, warum man Kriegsdienstverweigerer ist. Und die letzte Frage des Richters war dann, ja, wie würden Sie sich denn eigentlich in Vietnam verhalten, wenn Sie jetzt in Vietnam wären? Und durch diese Phase der Politisierung habe ich dann aus meinem Herzen keine Mördergruppe gemacht und gesagt, ich würde dort wahrscheinlich auf der Seite der Befreiungsfront sein. Damit war ich natürlich durchgefallen und musste zur Bundeswehr. Ich kam in ein Jägerbataillon, die wurden damals gerade neu gegründet. Wir hatten ja noch den Kalten Krieg, die Ost-West-Konfrontation wurden gegründet, um in diesen deutschen Mittelgebirgen besondere Aufgaben zu erfüllen. Und ich kam in der sogenannte schwere Kompanie, das heißt, wir wurden alle schweren Infanteriewaffen benutzt und ausgebildet. Und diese Ausbildung war wirklich extrem hart, anstrengend, zum Teil auch demütigend. Es waren ja noch viele alte Kommissköpfe in der Bundeswehr. Mit der Konsequenz, dass der gesamte Zug, der nur aus Abiturienten bestand, warum er das damals gemacht hat, weiß ich ja nicht, aber deswegen war es der gesamte Zug von Abiturienten, dass die nach 6 bis 8 Wochen so ermüdet und gedemütigt waren, dass wir nicht mehr ein Buch in die Hand genommen haben, sondern nur noch Fernsehen geglotzt haben oder in der Kantine uns mit Bier voll zugeschüttet haben. Der einzige Lichtblick, das einzige Highlight war damals der lebenskundliche Unterricht. Ich weiß gar nicht, ob er damals so hieß. Jedenfalls alle 4 Wochen gab es eine Aktuelle Stunde. Die politisierten jungen
Soldaten haben das umfunktioniert zu einer kontroversen Diskussion über Friedenspolitik, bei Willy Brandt an der Regierung etc. etc. Und dem Hauptmann war das ein Dorn im Auge und hat dann aufgehört, diesen Unterricht auf den Dienstplan zu setzen. Wir kannten die Gesetze in dieser Frage, haben eine Beschwerde geschrieben und der Hauptmann bekam eine auf den Deckel und wir bekamen Recht und er musste diesen Unterricht wieder auf den Dienstplan setzen. Ich wurde daraufhin zum Kompanievertrauensmann gewählt und war das dann bis zum Ende meiner Dienstzeit. Aus diesen Erfahrungen kann ich nur sagen, wir wären heilfroh gewesen, hätten wir einen humanistischen Berater in unserer Kaserne gehabt. Wir wären mit so vielen Sorgen und Nöten, von den kleinsten bis zu den größten ethisch-politischen Fragen, gerne zu ihm gegangen, aber es gab niemanden. Zum Pfarrer wollten wir nicht gehen, es gab niemanden, mit dem wir unsere Sorgen teilen konnten. Insofern haben Sie gestern Abend mit den Kollegen aus Belgien wirklich auch aus persönlichen Erfahrungen, aus dem Herzen gesprochen, wenn die Soldaten diese Möglichkeit haben sollten. Meine Schlussthese lautet deshalb, Beratung des humanistischen Verbandes in der Bundeswehr ist keine Unterstützung des Krieges, sondern ist die Unterstützung der Menschen in ihren kleinen und großen ethisch-moralischen Sorgen und Nöten. Und die These, dass wir aus allen staatlichen Institutionen rausgehen sollten, also oder uns nicht bezahlen lassen sollten, würde unter den jetzigen Kräfteverhältnissen dazu führen, dass die Privilegien der Kirchen in allen staatlichen Institutionen zementiert werden würden. Das sind die jetzigen aktuellen gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse. Ich habe vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen noch vor der Bundestagswahl in Spandau eine Diskussionsveranstaltung mitgemacht mit dem SPD-Vorsitzenden Gabriel. Eine Veranstaltung zum Thema interkulturelles Leben in Berlin, Dialog der Religionen. Und habe dort den Anspruch erhoben, wenn ihr in Spandau einen Dialog der Religionen macht, gehört auch der HVD dazu. Sigmar Gabriel hat das unterstützt und sagte, er könne sich sogar vorstellen, dass es einen Arbeitskreis Humanisten in der SPD gibt. Was er sich aber nicht vorstellen könne, ist, dass es einen Arbeitskreis Laizisten in der SPD gibt. Weil auch die SPD, Zitat Gabriel, selbstverständlich von einem kooperativen Verhältnis der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften mit dem Staat ausgeht. SPD-Politik. Wenn die SPD schon nicht so weit bereit ist, laizistische Forderungen zu unterstützen, dann ist natürlich die CDU erst recht nicht. Und ihr kennt die Wahlergebnisse. Vor diesem Hintergrund der Einschätzung der realen gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse halte ich es geradezu für wichtig und konsequent, wenn der humanistische Verband den gleichen Anspruch erhebt, die gleichen Rechte beansprucht, wie sie den Kirchen gewährt werden. Das muss nicht dazu führen, dass wir am Schluss einen Beamtenstatus haben oder so etwas. Aber wenn die Kirchen in der Schule sind, wenn die Kirchen in der Armee sind, in den Gefängnissen sind und dafür staatliche Gelder erhalten, soll das genauso gut für die anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften der Fall sein.